Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge mit Gott auf der Couch, heute mit Franz Josef Jung. Ich bin sehr gespannt, was das Gespräch bergen wird und würde direkt mit der ersten Frage anfangen. Was hat Sie dazu veranlasst, sich für Politik zu interessieren? Also ich war damals sehr engagiert hier in der katholischen Jugend, habe damals auch den Club 16 gemacht, war Jungscharführer und ging dann nachher zur Bundeswehr. Und nach der Bundeswehr habe ich mir schon überlegt, was kannst du tun sozusagen, um auch gesellschaftspolitisch dich zu engagieren, war dann in verschiedenen Jugendorganisationen, habe ich mich informiert. Aber letztlich hat das C mich dann doch zur Jungen Union gebracht, danach dann zur CDU. Und ich muss sagen, das hat mir sehr viel Freude gemacht, mich da einzusetzen. Und es waren damals noch richtige Kampfzeiten. Mhm. Und wir haben damals schon gestritten für Freiheit oder Sozialismus und andere Themen. Und von daher ist das immer ein nächster Schritt gewesen. Ich bin ja dann erst Kreisvorsitzender der Jungen Union gewesen, dann im Landesvorstand, 1973 im Bundesvorstand der Jungen Union. Da war ich dann 10 Jahre nachher stellvertretender Bundesvorsitzender. Dann kam ich in den Landtag und dann kam eine Aufgabe nach der anderen nachher in den Bundestag und als Verteidigungsminister. Also von daher ging es schrittweise immer einen Weg, wenn Sie so wollen, nach oben. Wie alt waren Sie da? Ich bin in die Jungen Union eingetreten, da war ich 20. War dann Kreisvorsitzender mit 21, war im Landesvorstand mit 22 und war mit 24 im Bundesvorstand. Das ging schnell. Ja, das ist wahr. Warum haben Sie sich damals für die Junge Union entschieden und nicht für eine andere Situation? Im Wesentlichen ging mir es um die gesellschaftliche Einstellung der Jungen Union für eine humane Gesellschaft. Und im Grundsatz eigentlich war es das C, was mich zur Jungen Union, auch zur CDU gebracht hat. Also die christlichen Werte. Richtig. Sie waren religionspolitischer Sprecher später nach Ihrer steilen jungen Laufbahn, so nenne ich das mal. Was haben Sie da gemacht? Ja, ich war stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und dann in der Aufgabe damals für Außensicherheitspolitik zuständig, aber da habe ich immer ein besonderes Engagement auch gerade für die christlichen Werte und auch letztlich für religiöse Überzeugungen gezeigt hatte, deshalb habe ich mich dafür eingesetzt, also diese Gespräche zu führen und mich da zu engagieren, das war meine Aufgabe. Von was wurden diese Gespräche gesäumt? Also waren Sie streitig? An Karl Marx erinnere ich mich, das war sehr ein sozialpolitisches Engagement, das er damals mit an den Tag gelegt hat. Die Bitford Strom war auch ein Punkt, wo wir sehr viel über Ökumene gesprochen haben. Ich war da natürlich auch präsent auf den entsprechenden Kirchentagen, sei es der katholische Kirchentag oder der evangelische Kirchentag. Und von daher war ich in der Hinsicht dort entsprechend engagiert. Sie waren erst lokal, dann Landes- und dann danach Bundespolitiker, so ähnlich wie Sie es gerade eben schon erzählt haben. Wie sehr hat dies Sie in Ihrem Alltag, Privatleben und Glauben eingeschränkt? Also ich bin ja 1972 auch schon in den Kreistag gewählt worden. Damals war der Rheingau noch selbstständig. Nachher war es 1977 der Rheingau-Taunus-Kreis. Also von daher, wenn Sie so wollen, habe ich über die Junge Union, aber dann CDU und dann von Abgeordnetenmandat auf der Kreisebene angefangen. Kam dann 83 in den Landtag und wie gesagt, der 2005 dann im Bundestag. Und was war jetzt Ihre Zusatzfrage? Wie sich Ihr Alltag und Ihr Glauben verändert hat in der Hinsicht. Das hat sich eigentlich nicht verändert. Meine grundsätzliche Einstellung ist geblieben. Wissen Sie, ich bin ja schon als 6-Jähriger damals Messdiener gewesen hier in Erbach. Ich feiere, wenn Sie so wollen, jetzt mein 65-jähriges Jubiläum im kirchlichen Dienst. Also meine entsprechende Überzeugung ist geblieben und die hat sich auch im Alltag nicht verändert. Also hatten Sie nie das Gefühl, dass Sie immer mehr Distanz vom klassischen bürgerlichen Leben? Nein, das hatte ich nicht. Ich habe ja selbst noch als Verteidigungsminister hier gemeinsam mit dem Bischof eine Messe gefeiert und war Kommunionhilfe. Ich habe damals den Bischof gefragt, ob er das für richtig hielt und er sagte, er fände es sehr gut, wenn ich es machen würde. Ich habe es auch gemacht. Eule oder Nachtigall? Eule. Kaffee oder Tee? Tee. Kino oder Theater? Theater. Klassik oder Rock? Klassik. Recht oder Gerechtigkeit? Recht. Krimi oder Romanze?
Krimi. Aktivität oder Entspannung? Aktivität. Konfrontation oder Ausweichen? Ausgleichen. Ja, clever, vielen Dank. Nicht unbedingt Konfrontation. Mhm. Schätzen Sie diese Entscheidungen immer an den Bürgern geblieben zu sein? Also ich glaube, ich habe nie die Bodenhaftung verloren. Mhm. Wissen Sie, ich bin groß geworden, wenn Sie so wollen, in unseren Weinbergen. Ja, ich komme aus dem Weingut, ich bin der Älteste, da musste man als Junge ran. Ne? Und von daher habe ich, glaube ich, immer den Bezug und noch nie vergessen, wo ich herkam. Und das, glaube ich, hat mir durchaus auch Wertschätzung eingebracht. Jetzt ändert sich dann doch einiges und ich stelle mir das Politiker-Dasein auch ein bisschen gefährlich vor. Und deswegen gibt es ja auch Schutzmaßnahmen. Und sicher wurde auch Ihr Haus irgendwann umgebaut und sicherer gemacht, wie das halt üblich ist. Was hat das mit Ihnen gemacht? Ja, das war schon eine entsprechende Beeinträchtigung. Wissen Sie, der Verteidigungsminister gehört in die höchste Sicherheitsstufe mit Bundespräsidentin und Bundeskanzlerin. Es war ja immer so, dass immer nicht nur Begleitfahrzeuge, nicht nur Panzerfahrzeuge, ich durfte kein Auto mehr fahren, denn den Panzer durfte ich nicht fahren, also als Pkw. Und hatte immer Sicherheit dabei, auch in jedem privaten Bereich. Wenn Sie mal, auch wenn ich hier in Erbach war und mal rausgegangen bin, waren immer die Sicherheitsleute da. Ich weiß noch, wie hier das Attraktion war am Erdbeerfest, also meine Sicherheitsleute da überall waren. Das war für die Leute hier interessanter als mich. Mich kannten sie ja. Und, aber auch im Urlaub, da wurde gefragt, ja, wann ist Frühstück, was machen Sie denn? Und immer, wenn ich im Hotel oder so übernachtet habe, war direkt waren die in einem Nebenraum und haben sofort mit der Kamera auf meine Tür und so weiter alles beobachtet. Also von da waren sie schon in ihrer Freiheit eingeschränkt. Aber ich muss auch sagen, sie haben ja auch ein Stück, wenn ich das so sagen darf, Schutz gegeben. Ich vergesse nie, als in Afghanistan aus einem Gespräch mit dem Präsidenten kam ein Sicherheitsmann zu mir und hat gesagt, hören Sie, Herr Minister, es ist ein Anschlag auf Sie geplant. Und dann haben wir alles mit gesicherten Fahrzeugen und sind dann Nebenwege gefahren. Es gibt eigentlich dort nur eine Hauptstraße, die zum Flughafen führt. Und als wir am Flughafen ankamen, kam die Meldung, dass an der Straße ein Auto stand, voll mit Sprengstoff und sozusagen auf uns gewartet hat. Das ist natürlich dann wieder gut, wenn Sie eine solche Information vorher bekommen, um das verhindern zu können. War Ihre Familie in solchen Fällen sehr in Sorge oder haben die das immer erst später mitbekommen? Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass die Familie in Sorge war. Wissen Sie, ich war 9 Mal in Afghanistan, ich war in allen kritischen Gebieten, den Auslandseinsätzen. Ich hatte weniger Sorgen, aber ich habe schon gespürt, dass meine Frau und auch meine Familie mehr Sorgen hatte und froh waren, wenn ich wieder gesund zu Hause war. Ne? Ich muss beim Thema Sicherheit und Politik leider immer an den Fall Walter Lübcke denken, der ja auf seiner eigenen Terrasse erschossen wurde. Wie sehen Sie Ihre eigene Gefahr und dachten Sie damals über Ihren eigenen Schutz nach? Ich muss sagen, ich bin heute noch tief getroffen, denn Walter Lübcke habe ich gut gekannt, er war ein politischer Freund. Und Sie sind natürlich leider Gottes auch dort immer wieder gefährdet, ja? Auch wenn Sie in der Politik in Verantwortung stehen. Das galt auch in meiner Funktion. Und deshalb haben Sie auch den entsprechenden Schutz. Aber hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Und dann kann man nur dankbar sein, auch unser Merkel dankbar sein, dass da bisher nichts passiert ist. Macht sowas und vieles andere das Politiker-Dasein nicht undankbar? Ja, das stimmt schon. Also Undankbarkeit, das gilt schon in der Politik. Ja, und das spürt man auch oft, wie dann, ja, wenn man auch was, sagen wir mal, nicht so optimal gelaufen ist, wie das dann gleich hochgezogen wird. Oder ich habe das ja nur selbst erlebt, auch wie Presse aus nichts irgendeine Kampagne macht und so weiter. Also das ist schon manches nicht gerecht und auch undankbar, das stimmt. Wie gehen Sie damit um? Sie müssen wissen, Sie, ich war ja nicht gezwungen, in die Politik zu gehen. Ja? Also wer in die Küche geht, der muss wissen, dass da auch gekocht wird. Ja? Und von daher muss ich sagen, war das schon
ein gewisses Risiko, das man da übernommen hat. Aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, hat mir es auch wieder viel Freude gemacht. Hatte immer mit Menschen zu tun, wo mir Politik zu machen auch wirklich Freude gemacht hat, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass gleich der Nächste schon hinter Ihnen steht und was weiß ich, was mit Ihnen vorhat, sondern ganz im Gegenteil. Und auch jetzt beispielsweise, sei es im Kabinett oder sei es in der Landesregierung, und das waren alles immer Funktionen, die ich immer sehr gerne gemacht habe. Und ich muss sagen, ich hatte ja das Glück, beispielsweise als hessischer CDU-Generalsekretär, auch einiges zu tun im Zusammenhang mit der Deutschen Einheit. Und wenn ich sehe, dass wir im Grunde genommen die Einheit in Frieden und Freiheit erreicht haben, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen wurde, da muss ich sagen, dann freut man sich wieder, wenn man ein Stück dort, ein kleines Stück wenigstens politisch mitgestaltend sein durfte. Dann machen wir gerade mit dem letzten Spiel weiter, Sätze vollenden. Ich lese Ihnen Sätze vor und Sie versuchen die einfach für sich persönlich zu beantworten. Mhm. Wenn ich nicht Jurist geworden wäre, wäre ich jetzt? Mathematiker oder Physiker. Ich bin besonders gut in? Ja, in Mathematik, Physik und aber auch dann in Gemeinschaftskunde, was zum Jura nachher geführt hat. Andere Menschen sehen mich als? Das ist deren Beurteilung. Es gibt sehr unterschiedliche Beurteilungen. Ich kam gestern gerade von den Soldaten, da habe ich eine große Wertschätzung erfahren. Von da bin ich dafür sehr dankbar. Das hatte ich gerade eben schon. Das Schönste an meiner Aufgabe als Verteidigungsminister war? Sich für unsere Soldatinnen und Soldaten einzusetzen. Ich hatte auch einen besonderen Bezug, denn ich habe ja selbst ursprünglich Wehrpflicht mal geleistet. Von daher war das immer eine besonders schöne Herausforderung, mich für das Wohl unserer Soldatinnen und Soldaten einzusetzen. Das Schlimmste an dieser Aufgabe war? Ja, wenn ein Soldat gefallen war in Afghanistan und dann im Grunde genommen die Trauerfeier, ich habe dann immer auch die Familien vorher besucht. Und wissen Sie, wenn Sie da stehen als Minister und eine Mutter mit zwei Kindern kontrollieren müssen, weil gerade der Mann oder der Vater dann gefallen ist in Afghanistan, das sind bittere Stunden gewesen. Wenn ich noch einmal 16 gewesen wäre? Ja, ich würde das gerne wieder, hätte ich in diesen Räumlichkeiten, das heißt, es war noch ein bisschen anders, habe ich damals den Club 16 gemacht. Das war der erste freie Jugendclub, also katholische Kirche, aber auch von evangelischen Christen natürlich auch besucht. Das war damals mein Engagement mit 16. Wenn ich etwas abschaffen könnte, wäre das? Krieg. Wenn ich das Geld abbekommen hätte, das ich eingeklagt habe, würde ich? Das als gerecht empfinden. Was hilft Ihnen generell in Krisen? Gottvertrauen. Das heißt? Bitte? Das heißt im Konkreten? Ja, ich habe eine sehr innere Bindung. Ja, und von daher muss ich sagen, habe ich da auch jetzt nicht irgendwelche ängstliches Vorgehen oder andere Dinge, sondern das müssen wir bewältigen. Und ich muss auch ein paar Dinge bewältigen. Wer hinfällt, muss er immer wieder aufstehen. Das ist ein Grundprinzip. Warum glauben Sie an Gott? Ja, ich habe, wie gesagt, schon in meiner Jugendzeit und von Kindheit an eigentlich den Bezug gehabt zu Gott. Und ich muss sagen, aus meiner inneren christlichen Einstellung bin ich überzeugt, dass Gottvertrauen und die entsprechende christliche Überzeugung auch der richtige Weg darstellt, auch um einem selbst menschlich sozusagen den inneren Halt zu geben. Wie nehmen Sie Gott wahr? Als jemand, auf den man sich verlassen kann. Haben Sie einmal eine göttliche Erfahrung gemacht? Göttliche Erfahrung kann ich nicht sagen, aber ich bin doch schon in Situationen gewesen, wo ich unserem Herrgott gedankt habe, dass er so ausgegangen ist. Und ich habe Ihnen gerade erzählt von diesem geplanten Selbstmordanschlag. Oder es gab auch andere schwierige Situationen. Ich vergesse nie, ich war als Wehrpflichtiger, ist jetzt gerade ein paar Tage her, am 21. August, leider ist das alles schon lange in Vergessenheit geraten, war der Einmarsch der Sowjetunion in die Tschechoslowakei.
Damals war der scharfe Alarm der Bundeswehr. Das heißt, ich war als Wehrpflichtiger voll mit im Einsatz. Meine gute Mutter, die hatte damals bittere Tränen geweint, weil sie die Sorge hatte, ihr Junge muss in den Dritten Weltkrieg. Aber ich will damit nur sagen, das waren schon Herausforderungen, die man damals hatte. Und zum Glück hat sich das dann anders nachher ergeben. Sie haben vorhin gesagt, Sie würden gerne Krieg abschaffen. Und Sie sitzen trotzdem im Aufsichtsrat eines Waffenherstellers. Wie passt das zusammen? Das passt insoweit zusammen, weil im Grunde genommen die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten auch was mit ihrer Ausrüstung zu tun hat. Wissen Sie, ich habe erlebt in Afghanistan, wie im Grunde genommen durch Selbstmordanschläge, durch Sprengstoffanschläge Soldaten ihr Leben verloren haben. Ich habe sofort entschieden, dass nur noch alle gesicherten Fahrzeuge in Afghanistan eingesetzt werden. Das hat mir ziemlich Kritik gebracht, weil die hinter mir in der Ausbildung waren. Aber ich habe gesagt, dass mir geht es erstmal um das Leben unserer Soldaten. Ich kann mich erinnern, wie mein kanadischer Kollege mich anrief, der hatte 90 Soldaten verloren. Da kannst du mir nicht helfen mit entsprechenden gesicherten Fahrzeugen. Wir hatten die damals aber noch nicht. Ich habe ihm damals Panzer gegeben, Leopard, dass er geschützt war. Der ist mir heute noch dankbar, wo er dann Soldaten nicht verloren hat. Also im Klartext, Ausrüstung, ich habe mich engagiert, weil es mir um Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten geht. Und ich sage Ihnen mal ein ganz anderes Beispiel. Ich war in Djibouti, da sind unsere Soldaten vor der Küste Somalias im Einsatz. Dann war ich auf dem entsprechenden Schiff und abends in der Kajüte war es 40 Grad warm. Da habe ich gesagt, sagt man, habt ihr hier keine Klimaanlagen oder was? Ja, haben die gesagt, wir kühlen mit Wasser, aber unsere Schiffe waren ausgelegt für Nord- und Ostsee, aber nicht für Oman, wo 37 Grad warm ist. Also was will ich damit sagen? Ich will meine Erfahrungen für das Wohl unserer Soldaten und die Sicherheit unserer Soldaten in die Ausrüstung mit einbringen. Das ist mein entscheidender Impuls gewesen, mich dort mit zu engagieren. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Sehr gerne. Es hat mir wirklich große Freude gemacht, so ehrliche Antworten zu hören. Das wär's dann auch schon mit unserem Gespräch. Okay. Ich danke Ihnen, ich danke auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, dass Sie mitgesehen haben. Vielleicht fällt dem einen oder anderen ja eine Frage ein oder möchte noch etwas loswerden. Dazu gibt es ja die Kommentare unten. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Besten Dank. Ebenso, und ich freue mich über Ihr Engagement. Das muss ich schon sagen. Das gefällt mir gut. Dankeschön. Okay.